Hi, ich bin Lars von Fridays for Future Wuppertal und ich spreche für unsere gesamte Bewegung, wenn ich sage, wir sind entsetzt und erschüttert über den Angriffskrieg Putins auf die Ukraine. Wir bekommen Nachrichten von AktivistInnen dort, dass sie in Bunkern statt in ihren Betten schlafen, dass sie das Land mit ihren Geschwistern und Müttern verlassen müssen, getrennt von älteren Brüdern und Vätern, die zu Hause bleiben. All das macht fassungslos. Aber wieso veranstalten wir als Klimabewegung, als Teil dieses Bündnisses, diese Demo heute? Weil dieser Krieg auch mit unserer Klimapolitik in Deutschland und Europa zusammenhängt. Wenn wir knapp 50% unserer Kohle, mehr als die Hälfte unseres Gases und ein Drittel des Öls in Deutschland von Russland beziehen, können wir nicht anders. Können wir nicht anders, als diesen Krieg, als das zu benennen, was er ist, ein fossiler Energiekrieg. Wenn wir unseren Strom nur zur Hälfte aus erneuerbaren Quellen bekommen und fast den gesamten Rest aus fossilen, wenn deutsche Haushalte zu 50% mit Gas und zu weiteren 25% mit Öl heizen, können wir nicht anders. Können wir nicht anders, als zu sehen, dass wir hier und heute den Preis der verschlafenen Energiewende bezahlen. Wenn auf deutschen Straßen fast ausschließlich Verbrennungsmotoren fahren und wir jährlich über 70 Milliarden ausgeben, allein für Subventionen in fossile Energien, können wir nicht anders. Dann können wir nicht anders, als zu realisieren, dass dieses Geld auch in Putins Kriegskasse fließt. Luisa Neubauer hat dazu letzte Woche auf einer Friedensdemo in Berlin Folgendes gesagt. Wir jungen Menschen müssen uns immer wieder anhören, dass wir Demokratie, Freiheit und Sicherheit nicht zu schätzen wissen, weil wir es nicht anders kennen. Und dabei stehen wir doch seit Jahren auf der Straße und wir rufen und wir schreien und wir sitzen euch gegenüber und versuchen es euch zu erklären, dass eben nichts selbstverständlich ist und dass es genau deshalb eine scheiß Idee ist, mit Putin Nord Stream 2 zu verhandeln. Erdgas unsere Lebensgrundlagen zerstört, sondern weil Autokraten eben niemals aufhören, Autokraten zu sein. Mit dem Geld, mit dem wir Kohle, Öl und Gas bezahlen, finanziert Putin gerade seinen Angriffskrieg auf die Ukraine. Es macht mich wütend, dass man uns seit Jahren belächelt, wenn wir sagen, dass eine radikale Energiewende nicht nur Frieden bedingt, sondern alles andere eben auch einen Kriegsverbrecher mitfinanziert. Und damit spricht sie mir aus der Seele. Fossile Energien zentrieren Macht. In Demokratien bei fossilen Konzernen, in Autokratien bei Oligarchen und Autokraten. Und Russlands Haushalt ist abhängig von europäischen Energieimporten. Das heißt, je mehr wir auf erneuerbare Energien setzen, desto weniger sind wir erpressbar und desto weniger Macht hat Putin. Wir müssen auch feststellen, ihn wirtschaftlich an uns zu binden, funktioniert nicht als Friedenssicherung. Wir sind seit Jahren in Europa unglaublich erpressbar. Unsere Regierung hat die geopolitischen Auswirkungen ihrer Energiepolitik nicht im Blick gehabt. Und deshalb ist die beste Antwort eine beschleunigte Energiewende mit schnellerem Ausbau der Erneuerbaren. Und ja, auch einen konsequenten Energiesparen. Denn erneuerbare Energien wirken friedensstiftend. Sie können demokratisch und dezentral aufgebaut werden. Selbst unser Finanzminister nennt sie mittlerweile Freiheitsenergien. Die Ziele der Bundesregierung, die jetzt neu verkündet wurden, komplett erneuerbar bis 2030 zu werden, dürfen auf keinen Fall ein leeres Versprechen bleiben. Marc-Uwe Kling schrieb dazu 2018 schon, ja, wir könnten jetzt etwas gegen den Klimawandel tun. Aber wenn wir dann in 50 Jahren feststellen, dass sich alle Wissenschaftler doch vertan haben, dann hätten wir ganz ohne Grund dafür gesorgt, dass die Flüsse nicht mehr giftig sind, dass Autos weder Krach machen noch stinken und dass wir nicht mehr abhängig sind von Diktatoren und ihren Ölvorkommen. Da würden wir uns schön ärgern. Die Klimakrise ist eng verbunden mit diesem Krieg.
sie ist auch ein von fossiler Macht in Autokratien. Nichts schützt uns besser als eine Energiepolitik, die konsequent auf Erneuerbare setzt. Sie schützt uns vor der Zerstörung unseres Planeten und sie schützt uns vor Kriegen von Autokraten. Deshalb fordern wir volle Solidarität mit Geflüchteten aus der Ukraine und jetzt umso mehr den radikalen Umbau zu einem klimaneutralen Land und den Stopp von Importen von russischem Öl, Gas und Kohle. Lasst uns die Kämpfe für Frieden und Freiheit und Erhalt unseres Planeten verbinden. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank, Lars Herbold von Fridays for Future.